Nicht möglich, verdammt. Moment. Das ist Ende erwischen, ja. Die Spatzenplage wurde äußerst effektiv beseitigt. Das ist ein Erfolg. Bedauerlicherweise haben deine Maßnahmen nicht nur die Spatzen, sondern den gesamten Vogelbestand dezimiert, was zu einem drastischen Anstieg der Käferpopulation geführt hat. Die Schädlinge müssen vergiftet werden. Gleich. Hier. Und hier so. Und jetzt müsste eigentlich die Linie... was ist es? Maschinen? Nee, wird nicht mit IE geschrieben, ne? Sieht immer komisch aus. So. Hier hin und den Stahl müssen wir halt abholen. Wer will den haben? Immer noch die Gleisbaufabrik. Und das fahren wir ja hier hin. Das heißt, wenn wir eine Linie machen von hier nach da, müsste das gehen. Achso, wir müssen ja hier die 125 beachten und das muss dabei bleiben, ha? Moment. Hätten wir natürlich auch alles hier hin mit LKW machen können. Mit den Enden noch. Mal sehen. Wo ist denn der Zug jetzt? So angehalten, der darf weiterfahren. Vielleicht hat der den falschen, auch die falschen Waggons dran. Das sind ja die. Und was ist denn, wenn wir nur zwei mitnehmen? So, das haben wir schon mal erledigt. Maschinen einschmelzen. Das ist auch nicht allzu viel. Es müssen nur 10 Gebiete abfahren. Und hier muss nur ein Fahrzeug hin. Bereich 2 ist wo? Das nervt schon ein bisschen. So. Das heißt, wir machen einfach eine Straße. So können wir das verbinden, ja. Der andere war irgendwo da oben. Funktioniert das ja, ne? Wenn wir da so mal einen Wegpunkt setzen. Man hätte es auch anders machen können irgendwie, aber das ist jetzt meine Idee gewesen, zu sagen, wir machen eine Linie, die halt einfach von hier hin fährt. Muss mindestens eine Haltestelle enthalten, ja. So, wir müssen an der Haltestelle anfangen, wahrscheinlich. Dann lass uns doch hier anfangen. Dann dahin fahren. Und dann dahin. Pestizid.
nehmen ein Auto irgendwo her. So. Der Zug ist noch leer, ne? Der, das, ach, hier. Suche ich gar nicht. Suche hier die Maschinen. Warte auf freien Weg. Ja, Moment, da stimmt was nicht. Wo stehen wir jetzt? Okay. Vielleicht sollten wir den mal weiterfahren lassen. Der stand hier so ein bisschen ungünstig. Linie meldet Probleme. Ja, das ist aber nicht so schlimm. Das passt schon. So, und dann müssen wir halt Stahl abholen. So, hier wird schon Stahl transportiert. Das war so einfach, weil wir einfach nur eine Linie brauchten. Von dort nach dort. Das kann einer der Züge machen, der hier noch irgendwo rumsteht. Oder einer aus dem Depot. Changping 1, der macht das jetzt. Was kann er transportieren? Ja, kein Stahl, ich hab's mir fast gedacht. So, das Auto ist unterwegs. Ich hoffe, dass das ausreicht, wenn er einmal dahin fährt. Was haben wir noch? Dann haben wir die Hochofen auf Hochtouren. Was war das? Zustimmen, ablehnen geht nicht. Maschinen einschmelzen. Maschinen zu den Farmen, um Stahlproduktion zu steigern. Ich habe das ja hier gemacht. Was ist das? Jetzt leider nur 7 gewesen. Da müssen wir warten, wie es bei der nächsten Tour aussieht. Ich glaube ja, das mit den Gebieten abfahren, das funktioniert auch prima. Na dann, glaube ich, geht's weiter und ich drücke wieder kurz auf Pause. Wachstum der Pflanzen bestimmt nicht hemmen. Ja, es geht, geht weiter, meinte ich natürlich dann, wenn es soweit ist. Ne? Also gesäubert, ne? Der LKW ist hier einmal nach hier rüber gefahren, dann wird sich also erledigt. Wir können die wieder den wieder zurückpacken. Pestizid, Moment, wir machen das so. Ich habe vergessen, zu welcher Linie der gehörte. Ich glaube, es war Zhongping. Die Pestizidlinie löschen wir wieder. Maschinen einschmelzen, kann man hier okay sagen, und dann ist es erledigt, ja. Maschinen einschmelzen, ja, okay, das ist auch die Bonusaufgabe. Das läuft also auch. Der Zug ist bestimmt bald wieder da. Das ist einer von denen hier, nehme ich an. Der bringt 21 Maschinen diesmal. Dann müssen wir nur den Stahl abholen. Und da sieht es irgendwie nicht so gut aus. So. Wo ist er denn gerade? Er kommt. Wir müssen hier mal gucken. Wir bringen den Stahl hier hin und eigentlich müsste es aber gehen. Eine beachtliche Leistung. Du hast einen Sputnik abgefeuert, wie es im Partei. Ja, okay, vielen Dank. Die 50 Stahl, also wir haben ja hier immer noch die LKW-Linie, ne? Die wollen Stahl haben. Kommt auch. Die Produktion müsste aber eigentlich stehen.
waren vielleicht die Reste, die jetzt noch da waren. Er bringt. Okay. Aber hier steht immer noch, stelle mindestens eine Farm auf Stahlproduktion und hole 50 Stahl. Das habe ich doch gemacht mit der. Mal gucken, ob das als abgeholt gilt, wenn es ankommt. So, das ist jetzt der Fall. Mal sehen, die 7 Stahl, die ich eben abgeholt habe, komm an. Zählt nicht. Also das hat nicht funktioniert. Ich probiere es jetzt einfach nochmal mit der anderen, was auch in Reichweite ist. Also ja, Farm, also stelle mindestens eine Farm bla auf Stahlproduktion. Jetzt beinahe geschafft. So, welches Fenster ist das? Das hier? Auch nicht. Sollen wir es laufen lassen? Moment. Hier. Okay. Getreide wird jetzt hier nicht mehr hergestellt. Das ist nicht blöd. das ist totaler Mist. Moment. Das geht so nicht, weil dann wir keine Maschinen mehr bekommen. Das sind ja die einzigen, die hier Maschinen. Nee, das geht so nicht. Aber das, also das jetzt anders zu machen oder nochmal genauso zu machen und ein anderes Ergebnis zu erwarten, ist ja auch blöd. Also das muss eigentlich genau so sein. So langsam wie die eben sind, ne? Also die Maschinen, die hier hergestellt werden und hier runter transportiert werden. Es liegt gerade nichts da. Das liegt natürlich daran, dass die hier auch Maschinen oder läuft es hier mit Chemie noch? Wahrscheinlich nicht, ne? Der Zug ist, ne? Doch, sie haben eine ganze Menge da. Das heißt, die verteilen die Maschinen auch. Also deswegen kommt da hinten so wenig an. Aber es sind ja schon welche angekommen. Also zu sagen, jetzt das nicht funktioniert, ist ja irgendwie auch Quatsch. Kommt der da nochmal? Fährt wieder leer. Oh, der kann keine Maschinen bringen. Moment, das wollte ich nicht. Fahrzeuge verwalten, hier ist er. Der muss natürlich... das hier mitbringen. Sagen wir mal so. Man kann ja nochmal umdrehen. Was macht er hier? Ups, war es der Falsche? Jetzt ein bisschen überfragt. Moment mal, Maschinen. Das ist der. Welcher ist denn Stahl? Was macht der? Ach, der fährt den Stahl hier hin. Das waren 2 Züge. Hoppala. Moment. Also Stahl ist so wie beschrieben. Das war schon richtig. Das kostet 3 Millionen, die Dinger zu verkaufen. Kann mir nicht vorstellen. Aber wie auch immer. So, der ist jetzt hier. Fährt er mit Maschinen los? Der nimmt doch Waren mit. What?
der liefert hierhin Waren, aber wir haben doch hier gar kein... Wo hält denn der an? Das ist ja merkwürdig. Moment, wir können hier auch noch mal nach den Terminals gucken. Wir sagen Maschinen auf 2. Und bei der Stahllinie, wir sagen, dass er warten soll. Uff, 54 dauert natürlich ewig. Aber es verändert sich ja überhaupt nicht hier. Es hat auf einmal funktioniert. Trotz Bemühungen besteht gegenwärtig ein Engpass im Güterangebot. Möglicherweise hat er einfach nicht mitgezählt. Er kann nur durch die Errichtung von Industrien in den landwirtschaftlichen Kommunen und der großflächigen Bewässerung bebauter Landstriche überwunden werden. Packe diese Aufgaben zügig an. Zur Erreichung der angestrebten Produktionssteigerung im Agrarsektor ist der Bau von Bewässerungssystemen unabdingbar. Okay. Kriegen wir sicherlich hin. Wir haben ja hier schon einen Güterbahnhof. Ich baue jetzt einfach mal die Straße rüber. Die Landstraße. So. Vielleicht noch eine LKW-Ladestation hier. Und hier. Maschinen und Stahl. Wir kriegen Stahl von hier. Maschinen von hier. Naja, wir könnten es auch mit LKW. Ne? Also wir haben ja die Geschichte hier hinten zwar gemacht. Wie gesagt, ich glaube, er hat gezählt und es uns nur nicht angezeigt. Ich habe angefangen, jetzt so hier unten das nochmal neu zu machen, weil ich dachte, okay, mal sehen. Aber ja, brauchen wir ja jetzt nicht. Das hier ist aber eben nicht, also überhaupt nicht effizient, weil die Maschinen einfach hier immer in Waren gesteckt werden und hier kommt zu wenig an. Aber ja, wir können ja hier die sämtliche Produktion abändern und sagen, die Maschinenlinie hier, das ist die, ne? Sagen, die sollen hier hinfahren. Ach, hey. So. Da ist das Falsche gelöscht, ha? Moment. Suning Ost muss weg. So. Fahren wir Maschinen darüber. Und die Stahlstrecke, ja, dann haben wir das hier für... Ich dachte, wir müssen es anliefern, aber ich glaube, das ist totaler Quatsch. Wir fahren das einfach hier hin. Und das hier löschen wir. Und wir müssen nur die Züge wieder starten. Also irgendwo ist doch einer der... Das war Chengping 2, ne? Der musste auf die Kohlelinie. Damit hier die Stahlproduktion weitergeht. Eisen haben wir irgendwie wahnsinnig viel auf Lager. Ich habe keine Ahnung, wo es herkommt. Ich glaube, dass auf der Eisenlinie auch keiner mehr fährt. So, trotzdem haben wir hier so viel. Ja,
Keine Ahnung, wo es herkommt. Haben wir hier eine Linie? Ne, wir haben nichts. Ne, ist auch egal. Ich denke, es ist total einfach. Und wir machen das hier mit ein paar LKW. Getreide wird noch gefahren, hoffentlich. Wie sieht es aus? Wir haben hier 16 rumliegen. Die ersten Maschinen sind geliefert. Stahl kommt halt, sobald wir ihn haben. Sobald die Kohle wieder da ist. Und das müsste jetzt von die Menge, die wir hier auf Lager haben, müsste eigentlich auch ausreichen. Na gut, ich pausiere die Aufnahme und dann gucken wir uns das Ende an. So, 196 von 200, na los. Den einen kriegen wir auch noch, oder? Da ist er. Ist da was drin? Ja. Das ist auch so stückchenweise vorwärts gegangen. Und fertig. Ja, war ganz schön. Ich finde immer so die Teile, also die Abschnitte dann so ein bisschen albern. Zu sagen, ja, jetzt darf halt nichts mehr auf der Schiene transportiert werden. Man muss die Züge nur anhalten. Aber ja, probiert. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Die nächsten kommen auch noch. Und der letzte Teil der Kampagne, den will ich auch noch machen. Und dann geht es halt irgendwann ins freie Spiel über. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es euch gefallen hat. Bis dann, ciao.